und probieren unser Bestmöglichstes aus dieser Situation zu machen, denn alles andere sehe ich gerade schwierig. Also einen dieser Bad Dudes, nämlich den hier, den haben wir schon angeschossen, der auch. Nach langer, reiflicher Überlegung bedeutet das, dass die früher oder später sterben werden. So. Nein, nicht er hier, Entschuldigung, erstmal hier Elio. Okay. Give gun to Fiedel. Take gun from Fiedel. Give Bo's Munitions. Huch, nein. Give Bo's Munitions to Fiedel. Huh? So. Now Fiedel can shoot again. Nee. Heute nicht. Okay. Hector, das ist ja nun echt ein easy Ding. Der da hingegen ist nicht so easy. Ich habe halt Sorge, dass der dadurch das ganze Gestrüpp natürlich nicht trifft und dann ist echt scheiße. Ich riskiere gleich mal, den da nochmal stehen zu lassen. Kacke. Je länger wir die Leute stehen lassen, desto mehr ist das Risiko da, dass die halt, ne? Und so. Den da siehst du. Den will ich nicht, dass du auf den schießt. Ich will, dass du auf den da schießen kannst. Also schleich dich mal dahin. Okay. Er ist nun wieder da. Oh, danke. Das müsste passen. Da haben wir euch jetzt ausgemanövriert. Dahin. Dem geben. Wenn du den nicht erschießen kannst, dann weiß ich es nicht. Okay. Das sind so viele, das ist das Problem. Nee. Mir geht gerade der Arsch so auf Grundeis, das kann ich mir nicht vorstellen. Jimmy, du kannst dich auch noch ducken. Ja. Wo ist Fiedel? Fiedel ist hier. Wo ist Eis? Eis ist hier. Sieht Eis einen von denen da unten? Nein. Eis sieht aber hier hinten zwei. Pur und wounded. Eis will aber auch nicht treffen. Nee, für 6 schießt er auf gar keinen. Für 5 auch nicht. What? Ja, Fiedel sieht zwar einen, aber Fiedel steht da. Scheiße. Okay. Jo, Jimmy und Hector sind wahrscheinlich tot. Oh. Der Fucker hat eine Granate. Und ich habe vergessen, die Vision-Dings auszustellen. Sehr gut, Jimmy, sehr gut. Okay. Me? Mhm. Alright. Lauf du mal schon mal. Wo ist mein Fiedel? Wo ist mein Eis? What? Okay. Eis liefert sich ein einfaches Mega-Schussduell hier hinten. Das wird aber nichts mehr, wenn die so weitermachen. Man geht schade. Ach echt? Ich weiß nicht, wie man Missionen schaffen soll, ohne dass man jeden Tag 20 Patienten hat. Es ist mir ein Rätsel. Es tut mir leid. Ich habe diese Mission wirklich gut gespielt. Liebe Zuschauer, meine Lubigkeit tut mir wirklich leid. Ich weiß es doch auch. Oh. Geh. Geh. Natürlich reicht das nicht mehr. Ja. Nochmal bitte. Danke.
Wenigstens hast du ihn getroffen. What? Okay. Okay. Ja, aber jetzt kannst du nicht mehr auf den schießen. Yo. Das mit Eis hier hinten hat halt auch eigentlich keinen Wert, was ich da mache. Alright. Das weiß ich. Du siehst doch auch, von wer da auf dich schießt. Achso, er redet wahrscheinlich von dem zweiten Typen, der neben dem steht. Jimmy, kannst du wieder ich kann schon wieder nach dieser Mission wieder gar nichts machen. Wobei, wenn alles gut geht, haben wir Fox und Ivan, und wenn Ice nicht verletzt werden sollte, was wir noch nicht wissen, haben wir immerhin die beiden. Aber wir können den ganzen Rest wieder zu Hause lassen. Das ist der Hammer. Geh. Der ist critical, der ist also auch auf dem Weg zum Sterben. Sie. Me? Genau, nimm mal das Messer und der Stich Hector. Alright. Oh, sie fängt tatsächlich an, das ist ja beeindruckend. Ja. Danke. What? Okay. Alright. Der ist aber auch schon critical. Der ist auch schon critical hier links. Die laufen also alle weg, die critical sind. Huch. Ich hoffe nicht, dass die irgendwann auf die Idee kommen, umzudrehen. Kann Hector auf den schießen, während er verbunden wird? Das ist die Frage. Olle! Olle! Yo! Eis. Der Typ hat sich bewegt. Wenn er sich bewegt, ist er viel einfacher zu treffen. Ich weiß, ich verlange da gerade viel von dir. Das ist ein schwerer Schuss. Oh, da ist einer umgefallen. Alright! Wer ist denn da umgefallen? Hier ist keiner umgefallen, hier ist keiner umgefallen. Ist hier unten einer umgefallen? Warte! Wissen wir nicht, okay. So. What? Wie viel Schuss hat Fiedel genug? Kann er dahin? Nein. Okay. Okay. Ja. Yeah. Okay. Jimmy, kriech mal Beth entgegen. Genau. Gut. What? Gute Idee. Haha, sie haben ihn bemerkt. Schade eigentlich. Das nimmt aber ein bisschen das Action-Fire von Eis runter. Cool. Und dafür ist Fiedel jetzt wieder tot. Nein, er rennt weg. Sehr gut, wir haben ihn critical geschossen. Sehr schön, Hector ist fit. Topfit. Fitter könnte er nicht mehr sein. Wenn wir kein neues Bandagenzeug finden, dann ist das sehr, sehr bald ein sehr kurzes Let's Play, würde ich behaupten. Sehr gut. Überzeugende Leistung, Fiedel, my man. Cool. Ich weiß nicht, wo du hin willst, aber ich glaube nicht, dass du das lange machst. Ja, wir arbeiten dran. Me? Alright. Geh. Sie. Die einzige Hoffnung ist, dass ich in der nächsten Mission mit Fox, Ivan und Icia antreten kann. Aber es ist schon wieder eine Kacke. Was liegt hier eigentlich? Ist das nochmal andere Munition? Ja, das ist die Munition für die Schrotflinte, aber keine Schrotflinte. What? Was soll denn das? Yo. Cool. Mother. Ah, guck mal, da sind sie beide. Critical und Wounded. Einen Schritt machst du noch, bitte. Cool. Der ist nicht mehr Wounded. Der auch nicht. This is an enemy-free zone, man. Thank you, Ice, for this information. Schlüssel. Cool. Wer hat denn noch recht schlechte Westen? Du hast eine Vierer, du hast eine Dreier geht eigentlich gar nicht, du hast eine Zweier, die geht auch gar nicht, du hast eine Vierer, du hast auch eine Vierer. Dann darf Fiedel mal gucken, ob das da oben eine neue gute Weste für ihn ist. Okay. Ein Assault. Schön.
Okay. Diese komische 45er ist ja eine nette Waffe, aber okay. Nur für Leute, die A box of six shotgun shells. Ah, okay, Shotgun Ammo, na dann. Also auf jeden Fall geht die immer kaputt. Hier kannst du dir eine neue Dreierweste organisieren. Eis, da liegt Munition für dich, wenn ich das richtig sehe. Witzig, kann er dir in der Hand mitnehmen? Ja, kann er. Ich weiß nicht, warum wir noch eine Zweierweste mitnehmen sollten, aber machen wir mal. Auch gleich zwei Schlüssel, ist doch nur ein einziges Haus, oder? Zack. Zack. Haben wir noch mehr Leute übersehen? Da liegt noch was, das war aber Munition. Wenn mich das nicht täuscht. Fiedel hat noch einen Platz frei jetzt. Nein, Fiedel hat keinen Platz frei. Egal. Ice, my friend. Wenn du dich jetzt nicht in die Luft sprengen lässt, wäre ich dir zu Dank verpflichtet. Der eine Schlüssel könnte eventuell beim Labor oben in den Raum passen. Oh, hier liegt eine ganze Menge Zeug. Geld? Das ist gut, den nehmen wir mit. Hast du noch? Hast du nicht auch eine Weste schon an? Egal, wir gucken mal. Wenn die besser ist als deine, darfst du die behalten. Das ist sie. Was ist das hier? Die sieht auch ganz nice aus. Fiedel, my friend. Du bist derjenige, der auch am meisten kann. Und am teuersten ist. Deswegen kannst du hier das ganze Zeug mal einsammeln, was noch fehlt. Wir brauchen mehr Inventarplätze. Hm, Hector hat noch einen. What? Okay. Hast du noch, ne? Ja, okay. Okay. Hat irgendjemand keine Sun Goggles? Na also. Eine Sache habe ich jedenfalls gelernt, nämlich, dass man, wenn man den richtigen Schlüssel zu einer Tür hat, den automatisch benutzt. Denn er hatte den nicht gekippt, der gute Eis, aber er hat ihn gleich benutzt. Also gucken wir mal auf die Map. Der Sektor da drunter, den würde ich ja schon gerne noch angehen, aber so viele Gegner wie hier jetzt schon wieder drin waren. Und so viel Damage, wie wir hier schon wieder genommen haben. Ich möchte auf jeden Fall vorher einmal gucken, ob ich den passenden Schlüssel jetzt da gefunden habe. Das wird mich zwar Unmengen an Zeit kosten, wenn man das mal so richtig überlegt. Aber ist dann halt so. Yo. Cool. Eis hat voll die ganzen geilen Waffen. Nee, schade. Ja, hab ich mir schon gedacht. Nein. Yo. Ich möchte schon gern noch einen Sektor mehr haben. Ist riskant. Vor allem, weil wir schon wieder so viel auf den Sack bekommen haben. Aber nutzt ja nichts. Es ist echt erschreckend, wie oft wir hier auf den Sack bekommen. Kommt erstmal runter. Dann überlegen wir in der Zwischenzeit nämlich mal, wo wir da reingehen. Links, rechts. Wir könnten auch von rechts kommen, hier uns da durchgehen. Ich würde sagen, wir nee, wir kommen von Norden. Wir nehmen das Ding von Norden ein und fangen oben links an. Ob das ein gutes Setup ist, weiß ich nicht. Okay. Das finden wir gemeinsam raus. Wir haben auch genug Ammo für die drei. Was ist das hier? A 350. Ja. Irgendwer hat da doch auch Munition für. Ach, guck.
hat sogar der richtige, oder? Nee, du hast die Shotgun Shells. Okay. Du hast die auch nicht. Me? Ja. Haben wir die nicht? Haben wir die nicht mitgenommen? Liegt die hier noch? Das tut sie tatsächlich. What? Me? Alright. Hey. Sie. Ja. Okay. What? Okay. Yo. Cool. Okay. Sie. Yo. Wer hatte denn jetzt gerade noch einen Metaplatz frei? Irgendwer hatte doch noch einen Metaplatz frei. What? Hey. Ach hier, ja. Wo ist denn? Ah. See. Da. Das See. Ist, glaube ich, die richtige Munition. Oder irgendwas ganz anderes. Sonst bringt ihm das nichts, eine Waffe mit einem Schuss zu haben. Den guten Fiedel. What? Aber ich glaube, das ist nochmal Nachlademuni. Wie viel passen da überhaupt rein? Man weiß es nicht. Na, 10. Ah ja, 10 Bullets. Das ist doch nice. Geh. Was ich auch noch aus der Erinnerung weiß, ist, dass die Sektoren sich nicht nachfüllen. Das heißt, wenn ich heute hingehe und in den einen Sektoren, sofern da nicht gerade so eine Notiz kommt, da gibt es dann irgendwann Nachschub. Wenn ich jetzt in diesen Sektor reingehe, den halb kaputt mache und dann wieder zurückgehen würde, dann würden die Wachen tot bleiben und wir könnten quasi morgen weitermachen. Wäre ja auch nochmal eine Überlegung wert. What? Tausche Shotgun-Ammo gegen 357er-Ammo. A 357 Magnum in good condition with one bullet. Schauen wir uns die Karte mal an.